Ist das? Rückhanddruckschuss, Ja. okay, ja. Spiel nicht. Und Kanakja, wissen wir, gegen Timo Boll verloren, davor aber gegen Rufen Filus 4-0 gewonnen. Der dagegen spielt. Aber dieses Jahr spielt er wirklich stark auf. Ah, ich erwarte mal, dass man einen langen Aufschlag in der Liga eigentlich wegtoppt, gell? Aber Ja, aber da. kommt halt doch oft damit durch. Der Plastikball hat da viel geändert. Was dann doch öfter gesehen wird, dass lange auch ja gern mit dem Tempo vom Gegner arbeitet. Kann das immer ein gutes Mittel sein, auch mal länger aufzuschlagen. Da zeigt er gleich mal ein Beispiel. So steht kraftvolle Topspin zieht und Kanakja am Tisch das Tempo. Super. Jo, ist schwer. Stark. Super. Wirklich schauen, dass er mehr in die aktive Rolle kommt. Wurden eigentlich ja nicht die aktive Rolle abgewählt, die sind halt einen Tick zu hoch und dann Genau. kommt der Ball. Das ist eng. Ich hätte es genommen, sage ich mal. Ach. Also im Moment habe ich das Gefühl, Aruna weiß einfach auch, wo die Bälle hinkommen. Ja, auch wieder fängt er an. Und dann Lag eigentlich trotzdem, ja. jetzt war das aber. Ich glaube, der dritte Aufschlag war der ist eine Führung für Kanakja. Sein Spiel auf jeden Fall auf ein neues Level gehoben hat. Super. Der war gerade überrascht, ja. Ganz schön reingelangt. Ah, passiert noch. Und 13 geändert einfach in seinem Aufschlag-Rückschlag-Bereich. Um sich da zu halten in der Weltspitze. Jo, und dann schlägt er halt neben ihm einfach ein. Und der nächste hinterher.
Eine Tischtennisakademie auch zu Hause in Nigeria. Und mit einem Aufschlagfehler geht dieses zweite Einzel zu Ende. 3 zu 0 für Quadriaruna. 2 zu 0 für den Team.